Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert, dem DLC, die Insel der Rüstung. Wir sind hier im Meister-Dojo, im Master-Dojo und kriegen heute unsere Belohnung. Mal schauen, was das ist. Ich bin sehr gespannt. Maastricht, ich stehe hinter dir. Da bist du ja, Matze. Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Da überreiche ich dir hiermit die Geheimrüstung des Master-Dojos. Also dann, los, komm heraus. Komplett unbeeindruckt. Cute as fuck. Kuma? Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master-Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Es mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt es sich als robuste Rüstung, die jedem gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kerlchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt nur ein Problem. Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Doch vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich Dakuma gerne deine Obhut geben. Schankedön für im Voraus. Kuma. Meister Marte hat dir Dakuma anvertraut. Dakuma, das Kung-Fu-Pokémon vom Typ Kampf, Größe 0,6 Meter, Gewicht 12 Kilogramm. Durch rigoroses Training perfektioniert es seine Kampftechnik. Diese bestimmt, welche Form Dakuma nach der Entwicklung annimmt. Wohin soll Dakuma geschickt werden? In mein Team! Und zwar statt Gortrom. Dakuma wird in ein Team aufgenommen und Gortrom in eine PC-Box geschickt. Also gut. Ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Dieses kleine Kerlchen hat noch nicht viel von der Welt außerhalb des Dojos gesehen. Es ist gut möglich, dass Dakuma sich dir einfach öffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solchen Orten postieren, um euch den Weg zu weisen. Natürlich sollt ihr auch gemeinsam kämpfen und campen. So lernt ihr euch im Nu besser kennen. Oh, und ich weiß auch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Aber jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Bei einem schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Und wenn ihr richtig dicke Freunde geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir mit der Kumas Ausbildung in den Kampfkünsten beginnen. Zuvor? Du wirst schon sehen, irgendwann werde ich auch so stark wie du sein. Welches Level hat Dakuma denn? 10. So, Wolverock mal ganz nach hinten, das ist nämlich Level 63. Gibt's eigentlich. Gibt's irgendwas, wo man die Freundschaft mit dem Pokémon sehen kann? Na gut. Wir müssen uns natürlich ein bisschen trainieren. Aber noch ein EP-Bonbon. Das heißt, wir kriegen es hoch. Aero Ass statt Silberblick. Nein. Ja. Statt Ausdauer. Startet auf Level 21. Oh, jetzt habe ich Libero aus Versehen verbessert. Ja, Seitenwechsel, was ist das? Ah, nee.
Na gut, der Kuma. Ich kann die aus dem Ball holen. Ah! Du läufst schon mit! Komm mit! Hast du mal was von der Welt gesehen, der Kuma? Komm mit. Es ist so klein, es ist so langsam. Kann ich alle rausholen? Yes! Das ist richtig cool. An den Punkt mit schöner Aussicht sollen wir gehen. Das ist Fiaro. Ja. Jetzt die Frage. Normal müsst ihr an. Kommt ihr mit? Alter, das ist gut. Schnell. Und ich schaue, dass wir hier irgendwo mal hochkommen. Generell. Hör auf. Und überall stehen Leute. Du bist der Watthändler. Hau mal her. Die 8 Stück. Okay, da geht's nicht weiter. Da müssen wir nach unten schauen. Die Frage ist, wie viele Aussichtspunkte müssen wir besichtigen? Ich krieg überall stellte Leute auf. Das heißt, wir müssen hier Leute finden jetzt natürlich. Mit denen oder über die wir die Landschaft anschauen können. Da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir nicht mehr raus. Da ist ein Dick da. Dick gefunden. Da ist noch eins. Nivolo denkt sich auch, was ist hier eigentlich los? Wie sieht ein Seraora aus, wenn es hinter uns herläuft? Die anderen kennen wir schon. Sieht auch fancy aus. Jedes Pokémon ist was Besonderes, natürlich. Hier ist niemand. Ah, hier. Genau, da müssen wir hin. Genau, dahin, dahin und hierhin. Gut, gehen wir erstmal dahinter.
Eine Stelle haben wir schon gefunden. Ich würde sagen, wird nicht schwimmen hinter mir. Das hätte mich jetzt zu sehr verwundert, wenn es mit mir geschwommen wäre. Hallo, Dicta. Ab nach Hause mit dir. Na gut, wenn wir sowieso nicht kämpfen müssen, kann ich der Kuma auch mal vortun. Das ist wie ein kleiner Teddy. Total cute. Erinnert mich an mein Kuscheltier von früher. Wo er noch kleiner war. Der um meinen kleinen Bären. Genannt Bärli, ganz einfallsreich. Aber der erinnert mich sehr an Dakuma gerade, muss ich gestehen. Oh, Halleluja. Guck mal, Dakuma, das ist ein anderer Pokémon. Sie sind wie du, nur anders. Wieso denn gerade? Pimpf. Wo ist mein Pimpf? Da ist mein Pimpf. Oh, Fiaro, hallo. Tatiri. Ignivor. Sauren Apfel. Oh, ob das so klappt. Wie komme ich denn da rüber? Doch, doch, ich muss da irgendwie hochkommen. Irgendwie muss es dann einen Weg nach oben geben. Oh, das ist nicht so cool. Muss irgendwie einen Weg hochgeben. Alles gut, Dakuma, ich kümmere mich schon drum. Oh nein, das ist nicht so gut. Alter, mach mal halblang. Du blödes Stück Stein. Ich glaube, es hackt. Ah, ich bin kein Fan von Durchbruch leider. Denne? Nein, Morpeko. Wir würden jetzt auch noch so von Pokémons. Das ist der Wasserturm hier hinten. Gleich nicht würdig, ich bin Champ. So frech,
Sagt einfach zu uns, dass wir nicht würdig sind. Wer denkt eigentlich, wer er ist? Huh? Dieser kleine Nulpenkopf. Fokusinsel. Fokusforst. So. Takuma. Schauen wir es, deswegen will ich mir gerne das Ding mal anschauen. Du zeigst mir nur wieder komische Dinge. Jawohl. Takuma, gefällt das? So. Wüstensenke und Ringbucht haben wir noch. Komm, Takuma. Ich finde es schade, weil Takuma ist. Also, ich finde es cool, dass sie hinterherlaufen. Was ich aber schade finde. Weil ich meine, schaut euch Takuma mal an. Hätten wir das nicht irgendwie cool auf den Arm nehmen können oder so? Ich meine, wir laufen doppelt so schnell wie Takuma. Das macht mich irgendwie, ja, das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Wenn ich irgendwie der Meinung bin, man hätte es uns einfach auf den Arm setzen können. Was passiert hier gerade? Was? Was? What the fuck is happening? Wie viel Watt haben wir?
Nein. Nicht gegen 7 Brocken. Ich habe 345.000 Watt. Jawoll. Oh, ist nur einer. Jawoll. So, dann fehlt noch eins der Kummer, und zwar die Ringbucht. Boah, Quirtel, was willst du denn? So, pass auf. Dann setz mal einen Nachtschweif ein, wenn dir das besser passt. Ich hasse Quirtel. Jawohl. Das ist mir relativ egal, was du gerade machst, weil ich schlag dich. Von mir ist jetzt mit der Aquarelle. So. Wir müssen jetzt wieder zurück auf diese Insel und schauen, dass wir irgendwie da hochkommen. Da ist der Akku drum, da müssen wir natürlich hinter. Oh, Drachenhaut, cool, wir können Seemon entwickeln. Zu Seedraking. Das sind übrigens Dicta, Dakuma. Dicta laufen weg und verstecken sich dann. Oh oh, und das ist ein Haifisch. Du blöder Haifisch. Oh oh, der Ton ist nicht so cool. Der Ton ist direkt hinter mir. Oh, das war knapp. Siehst du, das ist ein Torhaido. Torhaidos sind böse, Dakuma. Das musst du dir merken. Was rieb ihr? Was macht ihr denn hier? Das ist was. Hallo. Jetzt da. EP-WM. Ja, und heimwärts mit dir. Weg. Beiden Seiten. War ganz toll. Das ist ein Sepa.
Oh boy. Das war knapp. Kokowai. Sag Uma, das sind Kokowai. Aber alte Kokowai. Was ist das? So, wir müssen jetzt ganz dahinter, der Kuma. Taugst du? Taugt dir. Scheiß knapp. War doch gerade irgendwo dick da. Bestimmt. So, sag ich doch. Hab's doch gesehen. Mensch, hab das Dick da doch gesehen. Nice. Das können wir tatsächlich vielleicht Sichlor lernen. Der Fakt ist, wir müssen da hinten wieder zurück. Zumindest das letzte Ding finden in dieser heutigen Folge noch. Das war knapp. Oh nein. Ja. Ich zieh raus hier. Hier müsste irgendwo jemand stehen eigentlich. Hier steht niemand. Verdächtig. Da hinten vielleicht? Wir haben es hier irgendwie gefunden. Da! Wie vorhin ihr vorbeigefahren? Kann gar nicht sein, oder? Auf jeden Fall haben wir jetzt alle vier gefunden. Und somit können wir jetzt beruhigt zum Dojo zurückkehren. Dann können wir vielleicht... Du verstehst dich jetzt blenden mit der Kuma. Davon kannst du stolz die Meister berichten. Jawohl, blendend. Blendend. Der Kuma, hast du es gehört? Blendend. Wir müssen jetzt nur den Weg zurückfinden. Zum Dojo. Das ist am schnellsten, wenn wir da außen rumfahren, oder? Als wir vorhin jetzt hier quer durchfahren. Wobei, nein, mach der mal. Ich habe doch vorhin gelernt. Nein, wir rutschen ausgerechnet. Es kam, ich hab's rein.
schon, du bist kampfgeil. Pokémon. Zeraora ist dran. Der Kuma, du sammelst dir nur die EP ein. Das gehört dazu. Du bist noch jung. Muss noch ein bisschen lernen. Muss den anderen zuschauen. Pass auf, die zeigt jetzt was, wenn man Plasmafäuste macht. Dabei aussieht wie Gott. Die Gegend einfach plättet. Genau. So einfach geht das, der Kuma. Siehst du? Und du bekommst aber ein Level geschenkt. Zurück zum Dojo. Und dann geht's morgen weiter. Ab morgen nur noch eine Folge pro Tag. 19 Uhr Pokémon. Genau. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Mir versagt jetzt genau jetzt die Stimme. Sehr schön. Aber es ist gut, wir sind zurück. Ich hoffe, dir hat's gefallen, der Kuma. So. Und dann verabschieden wir uns mal, der Kuma und ich, und sagen Ciao und V und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Schwert, die Insel der Rüstung.